Obwohl ich nun schon seit einiger Zeit in München lebe, wird Frankfurt und Hessen immer mein Zuhause bleiben, meine Heimat. Hier bin ich in die Schule gegangen, hier bin ich aufgewachsen und vor allem bin ich hier zum ersten Mal ins Kino gegangen. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich jetzt die Schirmherrin sein darf von dem Freundeskreis des Deutschen Filmmuseums und ich fühle mich sehr geehrt, dieses wunderbare Haus zu unterstützen. Für mich als Filmemacherin ist es natürlich besonders schön zu sehen, mit wie viel Enthusiasmus und Leidenschaft der Freundeskreis die Arbeit dieses Filmmuseums, dieses wunderbaren offenen Hauses unterstützt und wie die Arbeit von meinen Kollegen und von allen Filmschaffenden gewertschätzt und liebevoll erhalten wird. Ohne die Mitgliedsbeiträge des Freundeskreises wären ganz viele Anschaffungen von außergewöhnlichen Exponaten, viele Besuche von Gästen gar nicht möglich. Sehr viele Ausstellungen werden unterstützt vom Freundeskreis. Der Freundeskreis trägt maßgeblich dazu bei, dass dieses Haus so reich, so offen und so wunderbar gefüllt ist mit ganz besonders schönen Dauerausstellungen und Sonderausstellungen. Als Mutter einer 11-jährigen Tochter weiß ich es natürlich besonders zu schätzen, wenn das Museum so abwechslungsreich gestaltet ist wie dieses Haus. Hier können Kinder und Filminteressierte in Workshops ganz viel über das Entstehen von Filmen lernen und auch viel erfahren darüber, wie Filme uns manipulieren. Man kann an Szenen mit verschiedenen Filmmusiken ausprobieren, welche Musik welche Wirkung hat. Man kann den Schnitt studieren. Die Kinder können selber Dinge in die Hand nehmen und selber ausprobieren. Es ist ein sehr lebendiges, ein sehr offenes Haus und der Freundeskreis trägt seinen Anteil dazu bei, dass diese Ausstellungen möglich sind und so reich und großartig ausgestattet werden. Das Angebot des Deutschen Filmmuseums ist riesig. Kommen Sie doch einfach mal vorbei oder noch besser, werden Sie gleich Teil des Freundeskreises. Sie unterstützen damit ein wunderbares Filmmuseum und ein großartiges Kino. Ich würde mich freuen. Bis dann.